Ich frage die Leute auf der Straße, warum immer weniger junge Menschen in Deutschland heiraten möchten. Was meinst du? Ich würde auch nicht nochmal heiraten. Warum? Oh, die haben Angst vor den Frauen. Wie bitte? Die haben Angst vor den Frauen. Angst vor den Frauen? Ja, ja. Ich bin jetzt schon das vierte Mal verheiratet, fünfte Mal nicht mehr. Ehrlich? Was geht ab, Leute? Willkommen auf ein neues Video. Und heute frage ich mal hier die Leute in Butzbach, warum immer weniger junge Leute heiraten wollen in Deutschland. Mal sehen, was die Antwort so ist. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Ich frage für YouTube, ich mache eine Umfrage auf YouTube und frage die Leute, warum immer weniger Leute heiraten möchten in Deutschland. Doch, die heiraten doch alle. Ist doch momentan die Welle. Ehrlich? Ja. Weil immer, die jungen Leute wollen ja nicht mehr heiraten. Doch, momentan ist es ganz schlimm hier. Jedenfalls bei uns hier. Ehrlich? Ja. Okay, das war's schon. Dankeschön. Schönen Dank und tschüss. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Ich mache auf YouTube eine Umfrage und ich frage die Leute auf der Straße, warum immer weniger junge Menschen heiraten wollen in Deutschland. Was meinen Sie? Ich denke mal, hier ist das Modell Ehe von gestern. Von gestern? Ja, ja. Finden Sie das aber gut oder eher schlecht? Ich finde es nicht schlecht. Man muss auf neue Wege ausprobieren. Okay. Man muss nicht unbedingt einen Schein haben. Ja, okay. Ja. Gut, das war's schon. Schönen Tag. Tschüss. Entschuldigung, kann ich euch was fragen? Ich mache für YouTube eine Umfrage. Ah, nee, sorry. Okay. Okay. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Ich mache eine Umfrage auf YouTube und ich frage die Leute, warum niemand mehr heiraten möchte. Ich bin verheiratet, ich kann okay. dazu nicht so Oder viel vor allem sagen. Die jungen Leute, warum die nicht mehr heiraten möchten. Also, ich kann dazu auch nicht sagen, ich möchte heiraten. Ehrlich, wie alt bist du? 16. Oh, okay. Wann ich möchtest du dann heiraten, wenn es soweit ist? 22. 22, wenn ich studiert habe. Okay. Ja, wir haben gerade ein paar Ältere gefragt, die meinten, weil die Angst haben vor Frauen. Okay. Würde ich jetzt so nett stehen lassen. Ja. Also, okay. Ja. Ja, gut. Das war's. Wir sind eine Bereicherung, also von ja. daher. Ja. Gut, schönen Tag noch. Tschüss. Entschuldigung, kann ich euch was fragen? Fragen Sie kann. Ich frage für YouTube, warum in Deutschland immer weniger junge Leute heiraten möchten. Oh, die haben Angst vor den Frauen. Wie bitte? Die haben Angst vor den Frauen. Angst vor den Frauen? Ja, ja. Ich bin jetzt schon das vierte Mal verheiratet, fünfte Mal nicht mehr. Ehrlich? Vierte Mal verheiratet? Gut, schönen Tag noch. Gut, tschüss. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Ja, ich mache auf YouTube eine Umfrage und ich frage die Leute auf der Straße, warum immer weniger junge Leute in Deutschland heiraten möchten. Was meinen Sie? Gute Frage. Wahrscheinlich sind die einfach noch zu unentschlossen und haben keine Lust, sich so lange zu binden. Okay. Oder dass sie einfach denken, naja, vielleicht kommt in 2 Monaten der Nächste und der ist irgendwie noch interessanter. Okay. Und wie finden Sie das? Finden Sie das cool oder eher schade? Weiß ich nicht. Ich finde es schade, ich bin verheiratet. Von daher. Bin ich verheiratet wie lange schon? Seit 2005. Oh, das ist eine lange Zeit. Ist schon ein bisschen, ja. Ja, also von daher, ich habe es bislang nicht bereut. Ja, können Sie also empfehlen zu heiraten? Ja, also, ist ja wie in jeder Beziehung. Man muss gucken, wo man bleibt, ja. ne? wie man sich versteht. Und man muss gemeinsam Lösungen finden, wenn es mal kriselt. Ja. Und ist einfach eine schöne Sache. Ja. Ist auch eine Verlässlichkeit, oder? Ja, ist so. Na, man, ist auch was Schönes. Man hat eine Basis, ja. eine gemeinsame. Und darauf sollte man dann halt aufbauen. Ne? Ja. Danke, das war's schon. Danke. Gut, schönen Tag. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Ganz schnell für YouTube eine Umfrage mache ich. Ich frage die Leute auf der Straße, warum immer weniger junge Menschen in Deutschland heiraten möchten. Was meinst du? Ich würde auch nicht nochmal heiraten. Warum? Wegen den ganzen Kosten alles. Echt? Wenn ich alleine wäre, würde ich mehr vom Staat bekommen. Ja, genau. Okay, also zu zweit ist ja eigentlich einfacher. Wenn man zu zweit ist, also hat man mehr Geld, ja, aber man zwei hat Einkommen. Mehr, ja, aber wenn man zum Beispiel sagt, dass der Mann gar nicht zu Hause wohnt, würde ich Wohngeld bekommen. Ja. Gut, das war's schon. Schönen Tag noch. Tschüss. Kann ich dir was fragen? Ich mache eine Umfrage. Ich frage die Leute auf der Straße, warum immer weniger junge Leute in Deutschland heiraten möchten. Was denken Sie? Weil sie einen Freiheitsdrang haben und meinen, sie sind, wenn sie gebunden sind, nicht mehr frei. Okay. Was meinen Sie? Ich weiß es nicht. Eine ältere Dame meinte eben, weil sie Angst haben vor Frauen.
Wollen Sie heiraten? Wir sind schon verheiratet. Sie sind schon verheiratet. Also wir sind auch verheiratet, ja. Haben uns auch getraut, aber keine Ahnung. Wie lange sind Sie schon verheiratet, wenn ich fragen darf? 19 Jahre. 19 Jahre? Wieso sieht man das? Spät gefunden. Ah, okay. Nee, besser als gar nicht. Außer man hat irgendwann die große Liebe. Also, ja, keine Ahnung. Meine Nichten haben geheiratet. Die hatten keine Angst. Okay, wie alt waren sie? Die eine war 28, die andere war 25, also glaube ich geheiratet. Ja, okay. Gut, das war's schon. Ja. Entschuldigung, kann ich euch was fragen? Ich mache eine Umfrage auf YouTube und ich frage die Leute auf der Straße, warum immer weniger Leute in Deutschland heiraten wollen. Also vor allem junge Leute, was meint ihr? Kennt ihr Deutsch? Wir sprechen nicht Deutsch. Nicht Deutsch? Ja. Versteht ihr mich? Also ich habe gefragt, warum will niemand mehr heiraten? Hast du das verstanden? Mary, why the young people don't want to marry, you know? You know? Ich weiß nicht. Was? Okay, schönen Tag noch. Tschüss. Komm. Kommst du? Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Ich mache eine Umfrage auf YouTube und ich frage die Leute auf der Straße, warum immer weniger junge Menschen heiraten wollen in Deutschland. Ja, da kenne ich mich nicht aus. Nee, haben wir kein Interesse. Keine Meinung? Nee. Warum immer weniger Menschen heiraten möchten? Wir kennen uns da nicht aus. Okay, gut. Das war's schon. Schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Ich mache eine Umfrage auf YouTube und ich frage die Leute auf der Straße, warum immer weniger junge Menschen heiraten möchten in Deutschland. Was meinen Sie? Das weiß ich nicht. Ich bin seit 50 Jahren verheiratet. 50 Jahre? Wow. Unglücklich. Unglücklich. Ja, können Sie also weiterempfehlen. Danke, ja. Gut, schönen Tag noch. Tschüss. Jungs, kann ich euch was fragen? Ich mache eine Umfrage auf YouTube und ich frage die Leute auf der Straße, warum immer weniger junge Menschen heiraten möchten. Was denkt ihr? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wollt ihr mal heiraten? Ja, ja. Ja? Ja. Kann ich das vorstellen? Ja. Du auch? Ja. Du auch? Ja. Ihr wollt alle heiraten? Wann ungefähr? Welches Alter? Keine Ahnung. 25, 30. 25, 30? Ja, das ist ein gutes Alter. Ich habe auch mit 30 geheiratet. Sie? Oder wen? Ja, genau. Ja, okay. Meine Ehefrau. Gut. Ich habe gerade ein paar Ältere haben gerade geantwortet, ja, die wollen eigentlich nicht mehr heiraten, weil sie Angst vor Frauen haben. Nein, ich sehe nicht. Ihr wollt auf jeden Fall heiraten. Ja, 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 cool. Ja. Gut so, bleibt so. Gut, schönen Tag noch. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genießt das Video. Vergiss nicht abonnieren, liken, favorisieren, weiterleiten und so weiter. Gut, macht's gut. Schönen Tag noch.